Nach mehr als 18 Jahren ist die Linksfraktion im Bundestag Geschichte. Nein, doch. Um Mitternacht wurde ihr eigener Beschluss zur Selbstauflösung wirksam. Damit sind alle 38 Abgeordneten jetzt fraktionslos. Nach der Abspaltung von Sarah Wagenknecht und 9 weiteren Abgeordneten, die eine eigene Partei gründen wollen, war die Linksfraktion nur noch auf 28 Abgeordnete gekommen. Zur Bildung einer Fraktion wären aber 37 nötig. Sie wollen künftig als Gruppe anerkannt werden und damit bekommen sie deutlich weniger finanzielle Zuwendungen und verfügen über weniger parlamentarische Rechte als eine Fraktion.